2017 hat die Crespo Foundation den Literaturpreis Wortmeldung ins Leben gerufen, um kurzen literarischen Texten mit explizit gesellschaftskritischem Inhalt eine Plattform, ein Forum zu geben. Eine unabhängige, siebenköpfige Jury hat 135 Texte gelesen, einen ganzen Tag intensivst diskutiert und schließlich Petra Piuk mit ihrem Text Toni und Moni oder Anleitung zum Heimatroman zur Gewinnerin gekürt. Mich hat diese Entscheidung sehr gefreut, weil mir eines ihrer Themen besonders am Herzen liegt, nämlich wie die Gesellschaft mit der Selbstbestimmung von Frauen umgeht. Es hat lange gedauert, bis ich es realisiert habe, dass ich wirklich gewonnen habe. Und ich konnte es auch am nächsten Tag noch nicht glauben. Und ich habe auch die nächsten Tage dann immer wieder aufs Telefon geguckt und nachgesehen, ob da wirklich ein Anruf aus Deutschland kam. Ich bin irrsinnig dankbar und fühle mich wirklich geehrt, dass ich diesen Preis bekommen habe. Ich freue mich riesig und das Leben hat sich schon verändert. Ich merke einfach, dass mich Leute auch aus Deutschland jetzt wahrnehmen. Natürlich ist auch das Preisgeld ist ein Wahnsinn. Das erleichtert natürlich vieles. Es gibt die Möglichkeit, einfach weiterzuschreiben und gibt mir auch einfach die Gewissheit, dass ich am richtigen Weg bin. Zuerst hießen sie Toni und Froni, aber dann war es dann doch Toni und Moni. Ein Vorbild für Toni gab es nicht. Die Figur habe ich mir zusammengebastelt aus ganz vielen Geschichten. Ich habe mich inspirieren lassen von Zeitungsmeldungen, von Interviews, von Geschichten, die ich im Verwandten, Bekannten, Freundeskreis gehört habe. Diese Liebesgeschichte zwischen Toni und Moni in diesem Dorf, die natürlich keine Liebesgeschichte ist, war für mich dann schon dieses Kernthema, diese gewaltvolle Geschichte hinter der Fassade des schönen Scheins. Ich glaube auf jeden Fall, dass Gewalt und gewalttätiges Verhalten weitervererbt wird. Also in dem Fall, Toni kennt ja nichts anderes. Er ist damit aufgewachsen und er gibt es dann einfach weiter. Und das passiert ja häufig. Ich habe die Zeitebenen vermischt mit Absicht, weil ich einfach zeigen wollte, dass sich die Geschichte und die Themen immer wiederholen. Und die gab es und die gibt es jetzt wieder. Deswegen war es mir auch wichtig, das zu zeigen, einfach, dass das ist, keine Geschichte ist, die mal passiert ist. Oder die gerade passiert, sondern die es immer wieder gibt. Toni lebt halt in diesem Dorf und da wird halt nichts hinterfragt. Also da geht es gerade ums Vertuschen, Verdrängen, Verharmlosen von Gewalt. Gewalt wird ja nicht nur im Roman, sondern in vielen Familien verharmlost und in der Gesellschaft verharmlost. Und das finde ich ja ganz gefährlich. Schöner Schein nach außen hin, da passen halt die Schlager dazu und da passen die Heimatfilme dazu. Da komme ich dann auf die Idee, die heile Welt-Elemente eines Heimatromans zu nehmen und die dann einfach der Realität oder Geschichten, die auf wahren Zeitungsmeldungen beruhen, gegenüberzustellen. Es kommt ja zum Beispiel auch ein Spiel vor, wo ich Schlagzeilen von toten Flüchtlingen im Mittelmeer montiere mit Reiseprospekten und Schlagertexten. Ich sammle Ideen und ich sammle Geschichten und ich sammle Gesprächsfetzen. Ich setze mich dann auch gerne ins Wirtshaus und schreibe mit, einfach was die Leute am Stammtisch sprechen. Wenn es um Heimat zum Beispiel geht, dann habe ich so eine Mappe mit Heimat, wo ich dann auch eben Zeitungsartikel sammle und Sätze vom Stammtisch. Und Heimat ist für mich ein Begriff, den ich eigentlich nicht verwende. Ich habe ja jetzt auch nichts gegen die Heimat als solche, was mir oft unterstellt wird, sondern wenn es um den Begriff Heimat geht, der dann oft als Synonym von wir gegen die anderen verwendet wird. Eigentlich weiß man, okay, ich will ja da nicht hineingezogen werden, ich will mich damit nicht identifizieren. Es gibt dann ja auch einen Punkt, wo ich schreibe, jetzt müssen Sie eigentlich das Buch zuklappen. Man liest aber, so hoffe ich dann doch auch wieder, weiter und fühlt sich dadurch dann so ein bisschen auch als Mittäter. Also das ist das, was ich so ein bisschen auch zeigen wollte, dass wir diese Mehrheit sind, die einfach zuschauen, ja, bei dem, was passiert.